So, Frühstück Nummer 8. Mehr oder weniger. Das allererste Frühstück war spartanisch. Aber jetzt gibt es wieder Frühstück. Das übliche wie die letzten Tage. Ja, und dann geht's an Drachensee. Muss wahrscheinlich mal kurz gucken, was da so los ist. Und dann an die Stadt. Postkarten mitbringen. Nee. Also, von richtig, ich bin nicht so der Postkartenmensch. Ja. Ich muss jetzt essen, ich habe unheimlich Hunger. Dann mach ich jetzt los. Junge, was willst du? Da bin ich wieder. Ich habe mich, glaube ich, heute gar nicht. Ich habe doch kurz beim Frühstück gemeldet. Ja. Wir sind dann entspannt in die Stadt gelaufen und bevor wir in der Stadt mal weiter habe ich mich rasieren lassen von so einem Kurden. Der war zwar ein bisschen aufgeregt, aber ganz lustig. Ja, war nicht günstig, 10 Euro nur, also ein Schnäppchen. Also wenn ihr auch noch viel könnt, dann bin ich zum Friseur. Ja, ansonsten sind wir jetzt ein bisschen in die Stadt geirrt. Ich bin nicht mehr, deswegen laufe ich schon wieder ein bisschen Krüppel, aber was soll's. Wir haben eine Postfiliale dann mehr oder weniger gesucht, oder beziehungsweise eigentlich erst was zu essen. Dann haben wir gesehen, dass die Post um die Ecke ist. Dann waren wir fix bei der Post. Dann haben wir uns da eine Schlange angestellt. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns auch in einer anderen Schlange anstellen können. Und dann standen wir aber an der Schlange, an der wir uns das zweite Mal angestellt haben, länger als beim ersten Mal, weil wir Briefmarken wollten. Und beim Rausgehen und den Briefmarken in den Briefkasten werfen, haben wir gesehen, dass es ein Automat ist, wo es Briefmarken gibt. Das heißt, wir haben komplett wasted angestanden. Aber naja, was soll's. Was will man machen? Ja, wir sitzen jetzt in einem Restaurant namens Mango und haben jetzt Essen bestellt. Wir hatten zwar Frühstück, aber irgendwie nicht so viel. Und wir werden jetzt erstmal lecker essen, welche Länge müssen wir was einschneiden und dann noch ein bisschen durch die Stadt watscheln und dann hoffentlich gegen Nachmittagabend nochmal zum Drachensee fahren. Jungs, Essen ist da. Todeskrank, das italienische Schnitzel mit Tomaten Mozzarella. Ein bisschen vegan muss sein, aber Toni, da ist das Schnitzel. Der Schnitzel ist da, ne? Keine Sorge. Hier drüben ein Mango Beef Burger. Und welche krasse Mangosoße. Und ja, da sind richtig Mangostückchen drin. Und Cranberries. Ja? Oh ja. Oh, das sieht lecker aus. Das sieht lecker aus. Natürlich guten Ketchup dazu. Ein Bierchen für mich natürlich nicht. Cola, aber ich werde das jetzt mal schnabulieren und mal gucken, wie es schmeckt. Thank you.
Jo, Leute. Was geht? Halt's mal. Wir sind jetzt am Drachensee angekommen und irgendwie dachten wir, das ist ein bisschen spektakulärer, weil man kommt ja eigentlich irgendwie nicht wirklich an den ran. Hier ist die ganze Zeit Bewuchs, zeige ich mir auch gleich. Hat natürlich jetzt ehrlicherweise wieder angefangen zu regnen. Norden, Norden halt, aber ich kann euch jetzt hier mal kurz rumschwenken. Das ist, genau, ein bisschen reinzoomen in die Bude. Aber ja, es sieht halt eigentlich recht schön aus. Aber das Problem ist halt, hier ist halt überall so Wiese, ne? Und Kräuter und alles voll und eine Frau und noch mehr Wiese. Also man kommt halt nicht an den Rand. Wir sind ein Stück schon so lang gelaufen, man kommt einfach nicht ran. Also es ist quasi dieser Blick hier, das, womit man sich zufrieden geben muss. Ist aber an sich ganz schön. Vielleicht gibt es ja irgendwo anders noch eine Stelle, aber wir wollen jetzt auch nicht im Regen so viel durch den Wald pampern, weil der Boden natürlich dann so dreckig ist. Deswegen brauchst du es erstmal. Ne? Und wir sehen uns später. Wir gehen jetzt nämlich erstmal einkaufen. Jo, wir sind jetzt zu Hause angekommen, schon seit 5 bis 10 Minuten oder so. Ich bin gerade dabei, das Video hochzuladen, was heute eigentlich Mittag schon kommen konnte. Sollte jetzt schon 19:30 Uhr machen, aber es hatte halt einen Renderfehler, deshalb musste ich das nochmal neu rendern. Das habe ich jetzt über den Tag gemacht, deswegen lade ich es jetzt hoch. Also immer schon reinschauen und ich freue mich dann später vom Essen. Heute gibt es nämlich leckeres Essen. Schön, ja, würde ich sagen, französisch-italienisch mäßig. Nee. Und bis dann. So, das Abendessen ist angerichtet. Schönes, knuspriges Baguette, ein bisschen verkackt beim Schneiden, was soll's. Dazu leckere Ofenkäse mit Weintrauben und Tomate Mozzarella. Für mich schöne Cola aus Glasflasche. Edelst, hier Sponsoring ist da. Und wir werden jetzt schnabulieren. Haben jetzt schon ein bisschen Big Brother geguckt nebenbei. Wir werden das jetzt noch ein bisschen, denke ich mal, dann weiter gucken. Ist ja heute ein krasses Finale. Und dann melde ich mich entweder später nochmal oder wenn nicht, dann morgen auf der Heimreise.